Jeder, der vor Verfolgung oder Schaden in seinem Heimatland flieht, hat das Recht, einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen. Asyl ist ein Grundrecht in der EU. Die Zahl derjenigen, die heute als Flüchtlinge kommen, sind zu hoch. Die EU kommt an ihre Grenzen. Wir schaffen das nicht mehr. Rechte Regierungen werden lauter, der Ton härter. Die neue Linie? Starke Außengrenzen, schnellere Verfahren, gerechtere Verteilung. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie aus Brüssel. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem EU-Kompakt, wo wir uns genau damit beschäftigen wollen, mit der Asyl- und Migrationspolitik der EU. Der neue Asyl- und Migrationspakt, er geht gerade den schwierigen Weg durch die Instanzen. Einigkeit besteht vor allen Dingen darin, dass es neue gemeinsame Regeln braucht, und zwar schnell. Denn die Menschen, die fliehen vor Krieg, Verfolgung oder einfach nur ihren Lebensumständen, sie finden ihren Weg. Jeder 10. Geflüchtete auf der Welt sucht den Weg nach Europa. Viele begeben sich dabei auf gefährliche Fluchtrouten, um die EU-Außengrenzen zu erreichen. Diese bringen es auf eine Länge von 50.000 Kilometern. Zum Vergleich, das ist etwas mehr als eine Erdumrundung. 80% der EU-Grenzen liegen im oder am Wasser und 20% an Land. Im westlichen Mittelmeer erreichen viele Migranten über den Seeweg Spanien mehr als die Hälfte von Westafrika aus. Die beiden spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Marokko schützen ihre Grenzen mit mächtigen Zäunen. Die gefährlichste Route ist noch immer die zentrale Mittelmeerroute. In Holz- und Schlauchbooten versuchen die Menschen über das Wasser nach Italien und damit in die EU zu kommen. Mehrere Tausend haben dabei bereits ihr Leben verloren. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Über Land versuchen Geflüchtete aus Ländern wie Syrien und Afghanistan, den Weg über die östlich gelegenen Balkanrouten nach Europa zu nehmen. Hier meldet vor allem Griechenland, dass die Anzahl der angekommenen Geflüchteten seit Dezember 2022 wieder heftig ansteigt. Über die östliche EU-Grenze sind im vergangenen Jahr vor allem Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Mehr als 8 Millionen sind seit Ausbruch des Krieges in Europa registriert worden. Die EU muss reagieren. Der Ton wird schärfer. Man will schnellere Abschiebungen, raschere Asylverfahren, Stärkung der Außengrenzen. Wird Europa jetzt zu einer Festung? Schauen wir mal an die Außengrenzen, denn es gibt sie dort schon. Die Zäune und Mauern und Überwachungskameras. Man findet sie vor allem an der Ostflanke der EU. Im November 2023 schließt Finnland den letzten Grenzübergang zu Russland. Litauen und Polen haben Mauern gebaut, um die Grenze zu Belarus abzusichern. Seit 2015 ist in Ungarn die Grenze zu Serbien dicht. Und auch an der griechisch-türkischen Grenze gibt es einen hochgesicherten Zaun. Doch wie wirksam sind diese Grenzanlagen? Wir müssen stoppen, 5 Kilometer vor der polnischen Grenze zu Belarus. Hier beginnt die Sperrzone. Nur mit Sondergenehmigung und im Auto des polnischen Grenzschutzes dürfen wir weiter an die Grenze, wo Polen seine Mauer fast fertiggestellt hat. Gegen Migranten aus Afrika und Nahost etwa, die hier versuchen, nach Polen zu gelangen und damit in die EU. Uns liegen Informationen von Ausländern vor, dass sie von belarussischer Seite ermutigt wurden, zu versuchen, die Grenze illegal zu überqueren und so weiter nach Deutschland zu gelangen. Ihnen wurde auch versprochen, dass ihnen jemand helfen würde, dort einen Job zu bekommen. Aber zuerst müssten sie die polnisch-belarussische Grenze illegal überqueren. 5,5 Meter hoch und auf 187 Kilometern Länge am Ende. Aber immer wieder finden Helfergruppen auf polnischer Seite im Wald, wie zuletzt diese aus Irak. 2 Monate und mehrere Versuche hatte es gebraucht, bis sie es über die Grenze schafften, berichten Helfer. Der Hauptvorwurf gegen den polnischen Grenzschutz lautet, dass er illegale Pushbacks durchführt und die Menschen dazu zwingt, die Grenze nach Belarus illegal zurück zu überqueren, obwohl man weiß, dass ihnen in Belarus Folter und Gewalt drohen. Kalina und andere Aktivisten versuchen, Migranten vor dem Grenzschutz zu finden, helfen bei Asylanträgen, leisten Erstversorgung. Wir haben Menschen gefunden, die ohne Schuhe gelaufen sind. Ihre Füße sind oft in einem erbärmlichen Zustand. Das kann mit Amputation enden. Im Grenzort Kuschnica laufen die Geschäfte schlecht, weil keine Ausflügler in die Sperrzone dürfen. Trotzdem sind die meisten für den strengen Grenzschutz.
Ich fühle mich sicher. Ich sehe keine Migranten hier in Kuschnica und jetzt noch mit der Mauer umso besser. Es muss gebaut werden, damit es sicherer wird, damit die Migranten nicht hierher kommen. Ich denke, wenn man es ihnen einmal erlaubt, reinzukommen, dann werden hier Tausende nachkommen. Migration via Belarus nach Polen, das Ziel meist Deutschland. Die Route hat sich rumgesprochen, trotz der neuen Mauer. Auch Deutschland macht inzwischen dicht, verstärkte Grenzkontrollen zu den Nachbarländern. Die Bilanz nach nur einem Monat: 266 Festnahmen von Schleusern. Viel Arbeit für die Bundespolizei. Weil am Rhein, die Beamten im Einsatz an einem der wichtigsten Grenzübergänge Deutschlands. Das Ziel, illegale Einreisen verhindern und das lukrative Geschäft der Schleuser durchkreuzen. Selten waren Anti-Flüchtlingsmaßnahmen so spürbar. Polizeikontrolle, einmal Ausweis bitte. Mehr als 12.000 illegale Einreisen stellten die Beamten bereits in diesem Jahr fest. Schon jetzt mehr als 2022. Doch Migranten an der deutsch-schweizerischen Grenze einfach zurückschicken, das ist auch an stationären Kontrollen nicht einfach so möglich. Wenn jemand keine gültigen Papiere für die Einreise nach Deutschland hat, wird er in die Bearbeitungsstraße mitgenommen. Und je nachdem, ob die Person dann Asylbegehren äußert, dann zur Landeserstaufnahmeeinrichtung nach Freiburg weitergeleitet. Kurz zuvor, das Team der Bundespolizei kontrolliert einen ICE, noch bevor dieser deutschen Boden erreicht. Ein Sonderabkommen mit der Schweiz macht's möglich. Diesmal treffen sie auf einen jungen Mann aus Marokko. Er hat kein gültiges Visum. Für ihn endet die Fahrt hier. Die Beamten nehmen ihn mit, prüfen seine Daten und verhindern fürs Erste die Einreise. Die Person wird dann den Schweizer Behörden übergeben und die Schweizer machen das dann in ihrer eigenen Zuständigkeit weiter. Doch das heißt auch, viele versuchen es an einem der anderen 44 Grenzübergänge einfach erneut. Deutschland für viele ein lang ersehntes Ziel und die Schweiz guckt nicht immer so genau hin. Auch an den Übergängen zu Polen und Tschechien wurden Maßnahmen verstärkt. Auch hier sind feste Grenzkontrollen nun rund um die Uhr möglich. Doch das bindet viele Beamte und Schleuser nutzen Alternativrouten. Sinnvolle Asylpolitik sieht anders aus, kritisieren Experten und fordern stattdessen mehr Konsequenz bei Abschiebungen. Wir bräuchten dringend funktionierende Migrationsabkommen, wo ab einem Stichtag Menschen zurückgeschickt werden können, in Herkunftsländer wie den Irak, in Transitstaaten wie die Türkei. Und wir bräuchten sichere Drittstaatsregelungen. Grenzkontrollen also nur Symbolpolitik? Nein, erwidert Baden-Württembergs Innenminister und plädiert doch auch für ein Maßnahmenbündel. Es gibt nicht den einen Knopf, den man drückt. Und die Migration ist erledigt. Die Intensivierung des Grenzschutzes ist ein wichtiger Mosaikstein. Das reicht aber nicht aus. Wir brauchen zwingend auch eine Absenkung der sehr hohen sozialen Leistungen, insbesondere für Flüchtlinge, die sich illegal bei uns aufhalten. Und zum Dritten, Flüchtlinge aus Ländern mit sehr niedrigen Anerkennungsquoten müssen in einem schnellen Verfahren bearbeitet werden. Und so bleiben die festen Kontrollen an den Grenzen als eines von vielen Mitteln. % aller irregulären Einreisen, also fast alle in die EU, laufen mittlerweile über Schleuser. Die EU-Kommission hat in der Zwischenzeit eine eigene Abteilung eingerichtet, um der Kriminalität irgendwie Herr zu werden. Und sie hat Zahlen veröffentlicht. 200 Millionen Euro, schätzt die EU-Kommission, haben Schleuser eingenommen. Geld verdient mit der Not der Menschen. Und mit der Not der Menschen wird auch Politik gemacht, wie das Beispiel aus Litauen zeigt. Das litauische Militär hat für sie ein Zeltlager aus dem Boden gestampft. Migranten, vor allem aus Irak und Syrien, so die litauischen Behörden. Und manche von ihnen ohne Dokumente. Eines der schwierigsten Probleme ist der Mangel an Dolmetschern. Wenn Sie sich die Gesetze anschauen, da heißt es, die Leute sollten Informationen dazu bekommen, wie sie Asyl beantragen, in einer Sprache, die sie verstehen. Dass sie illegal eingereist sind, ist das eine, aber wirklich für Empörung sorgt in Litauen, woher sie eingereist sind. Nämlich via Belarus über die Grenze, nun gar nicht die klassische Migrationsroute. Aber allein in den letzten 2 Wochen kamen mehr als 200 Menschen. Angeblich hat Belarus sie gezielt aus Bagdad etwa eingeflogen und dann weiter nach Litauen gebracht. Belarus schickt offenbar absichtlich illegale Migranten.
Wir wissen, dass es Direktflüge nach Minsk gibt. Und wir haben einige gute Gründe anzunehmen, dass einige Einrichtungen, wie auch Reisebüros, an dieser Aktion des belarussischen Regimes beteiligt sind. In Litauen erinnert man sich an die Worte des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Früher, so sagte er, habe sein Staat Drogen und Migranten gestoppt. Das könne sich jetzt ändern. Vermutlich also eine Retourkutsche wegen der EU-Sanktionen gegen Belarus, nachdem das Regime in Minsk die Ryanair-Maschine zur Landung gezwungen hatte und den Oppositionellen Protasevich verhaften ließ, der in Litauen im Exil lebte. Litauen gibt nicht nur einer sehr großen Gruppe von belarussischen Oppositionellen Schutz. Wir sind auch diejenigen, die sich lautstark äußern über die Situation in Belarus. Die illegalen Migranten sind jetzt in der EU und im Schengen-Raum. Wie umgehen mit den Menschen, die Asyl in der EU suchen? Ein Dauerbrenner auch beim letzten Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel im Oktober. Ich treffe Journalisten aus verschiedenen europäischen Ländern und frage nach, wie das Thema dort gesehen wird. In Österreich ist das Thema Migration, Flüchtlinge, Asyl eigentlich seit Jahren wirklich ganz, ganz oben, was Schlagzeilen betrifft, was Medien betrifft. Das hat begonnen eigentlich mit 2015, mit der großen Flüchtlingskrise. Es sind damals sehr, sehr viele Menschen quasi über Ungarn, übers Burgenland, über die Steiermark nach Österreich gekommen, haben sich dort auf den Bahnhöfen auch gesammelt, um dann weiterzuziehen, auch in Richtung Deutschland. Und ich persönlich kann mich da auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich war damals Journalistin im Landesstudio in Salzburg. Ich habe damals sehr, sehr viel berichtet vom Bahnhof in Salzburg, auch von der Grenze zu Deutschland, und habe quasi wirklich lokal miterlebt, die Eindrücke und die Begebenheiten damals und jetzt eben als EU-Korrespondentin hier auf EU-Ebene, wie das Thema auch immer wieder hochkocht, wie es polarisiert und in Österreich weiterhin auch ein Wahlkampfthema ist. Wir wählen im nächsten Jahr ein neues Parlament, den Nationalrat. Und die aktuelle Regierungspartei ÖVP, die auch den Innenminister stellt, fährt eigentlich seit Jahren, eigentlich schon seit Sebastian Kurz, einen sehr, sehr harten Kurs, was Migration angeht, was Asyl angeht. Auch immer wieder um Kante zu zeigen zur FPÖ, also zur rechten FPÖ, die bei diesem Thema eigentlich noch immer etwas die Vorherrschaft hat. In Polen haben wir rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und wir sorgen für sie. Die Kinder bekommen eine kostenlose Schulbildung und es gibt soziale Unterstützung. Das alles kostet Polen viel Geld. Trotzdem werden wir den Menschen aus der Ukraine weiterhelfen, solange noch Krieg ist. Aber zum Migrationspakt der EU in dieser Form sagt Polen nein. In Polen halten wir nichts von aufgezwungener Solidarität. Solidarität funktioniert nur freiwillig. Das ist auch Teil unserer polnischen Mentalität. Wir wollen nicht gezwungen werden. Die Idee einer innereuropäischen Solidarität bei der Verteilung von Asylsuchenden, sie hat bis zuletzt nicht funktioniert. Und auch das Dublin-Verfahren, wonach Asylanträge sofort nach Grenzübertritt in die EU gestellt werden sollen, wird umgangen. Die Zahl der Flüchtlinge, die in den unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten ankommen und um Asyl ersuchen, ist sehr unterschiedlich. Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr. 2022 registrierte Deutschland 240.000 Asylanträge. In Ungarn waren es im gleichen Zeitraum gerade mal 46. Die österreichische Regierung tut sich da momentan sehr, sehr schwer, quasi Ungarn auch in die Verantwortung zu nehmen, den Namen Ungarn da klar zu benennen. Die Regierung hat deshalb auch quasi den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien blockiert mit diesem Argument, es würden zu viele einfach unkontrolliert quasi nach Österreich weiterkommen. Sagen viele Expertinnen und Experten, ob das wirklich damit zusammenhängt, das ist fraglich, ob das nicht vielmehr einfach eine Symbolpolitik ist. Aber die Frage ist einfach, für Österreich oder aus österreichischer Sicht, wie kann es sein, dass so viele nach Österreich weiterkommen, obwohl die Menschen eigentlich schon vorher EU-Boden betreten? Und das ist eigentlich immer wieder die Überlegung bei österreichischen Politikerinnen und Politikern, wenn sie hier über Asyl und Migration reden. In Österreich und anderswo landen sie. In Italien kommen sie an. Die italienische Regierung hat zeitweilig den Notstand ausgerufen.
Um Italien zu entlasten, solle die europäische Grenzschutzagentur Frontex verstärkt zum Einsatz kommen. Experten sehen das kritisch. Das Grundproblem ist, dass auch Frontex niemanden zurückschicken kann in einen anderen Staat ohne ein Verfahren und ohne dass diese Staaten bereit sind, Leute zurückzunehmen. Das Regierungskabinett von Giorgia Meloni hat heute ein nationales Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Migration beschlossen. Darin enthalten die Verlängerung der Maximalabschiebehaft auf bis zu 18 Monate. Die Angst bei Melonis Fratelli d'Italia scheint groß, dass sie vom kleinen Koalitionspartner rechts überholt werde. Matteo Salvini von der Lega wittert Aufwind vor der Europawahl. Auf Lampedusa gibt es all das, was Europa in der Migrationsfrage spaltet. Ein moralisches Dilemma zwischen europäischen Werten und begrenzter Aufnahmekapazität. Der Wahlkampf zur Europawahl hat längst begonnen und mittendrin die Migranten auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Italien verschärft die Flüchtlingspolitik. Abgelehnte Asylbewerber sollen 5.000 Euro bezahlen, um Abschiebehaft zu vermeiden. Und Deutschlands Seenotrettung sorgt für Verärgerung in Rom. Fühlt sich Italien ausreichend gesehen oder fühlt sich Italien im Stich gelassen? Naja, ich würde sagen eher das Zweite. Das heißt, zum Beispiel, es war sehr interessant, als der Strom noch größer wurde, die erste Reaktion war, die so Schengen also zu suspendieren. So Österreich hat sofort Schengen suspendiert, Frankreich hat Schengen suspendiert, so Kontrolle. So, und Deutschland hat gleich gesagt, nein, wir können keine Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, die waren nicht gerade die Signale, die Italien sich gewünscht hätte. Wir bekommen viel mehr Boote jetzt nicht nur von Libyen, das vorher das Hauptproblem war, jetzt, sondern auch von Tunesien. Das heißt, die Insel Lampedusa, die inzwischen, glaube ich, auch das deutsche Publikum kennt, ist überfüllt und es gibt immer mehr Probleme mit der Unterkunft, mit der Aufnahme der Migranten. Und jetzt hat Italien versucht, mit der EU auch diesen Abkommen mit Tunesien abzuschließen, das eigentlich den Strom hätte ein bisschen bremsen können müssen, dem war aber nicht so. Es sollte nur eine Durchgangsstation sein. Jetzt kampieren sie hier seit Monaten. Ein Lager in Tunis, irgendwie haben sie sich eingerichtet. Die meisten wollen nicht mit uns reden. Mohammed schon. Er kam aus Guinea, Westafrika. Er will nach Europa. Ich werde übers Meer nach Deutschland kommen. Ich habe das schon einmal versucht. Da hat uns die Küstenwache zurückgebracht. Es ist wirklich nicht einfach. Er will es wieder versuchen, sagt uns Mohammed. Und sie wollen das gern verhindern. Team Europa heute auf Kurzbesuch in Tunesien. Schon zum zweiten Mal in 4 Wochen. Heute aber mit Unterschrift unter einen Flüchtlingsdeal. Zumindest unter die erste Grundsatzvereinbarung. Heute haben wir ein außerordentlich wichtiges Ergebnis mit dem tunesischen Präsidenten erzielt. Ein weiterer Schritt hin zu einer echten Partnerschaft zwischen Tunesien und der Europäischen Union. Europa hat ein Problem, steigende Flüchtlingszahlen, Druck von rechts in fast jedem Land. Gestern wieder erreichen Hunderte Geflüchtete die italienische Insel Lampedusa. Die Menschen hier kommen aus ganz Afrika, ihr Boot aus Tunesien. Jetzt verspricht dieses Tunesien, Flüchtlinge an der Ausreise zu hindern, Abgewiesene wieder aufzunehmen. Im Gegenzug winkt Europa mit Geld, fast 1 Milliarde Euro. Und setzt sich dafür mit einem Mann an den Tisch, der wie ein Diktator auftritt. Tunesiens Präsident Kais Saied. Das ist ein Präsident, der in den vergangenen 2 Jahren systematisch alle demokratischen Institutionen abgebaut hat. Das ist sehr problematisch, kommt aber hinzu, dass es auch ein Präsident ist, der ausgesprochen rassistisch ist gegenüber Subsahara-Afrikanern und Afrikanerinnen. Bilder von vor ein paar Tagen. Die tunesische Küstenwache hat diese Geflüchteten offenbar an der Grenze zwischen Tunesien und Libyen ausgesetzt. Ohne Hilfe, ohne Trinkwasser. Die EU drückt beide Augen zu. Und verliert dazu heute kein Wort. In der Pressekonferenz, in der keine Fragen erlaubt sind, bloß eine Floskel, die Erinnerung an geltendes Recht.
Wir wollen beim Grenzschutz zusammenarbeiten, beim Kampf gegen Schmuggler, bei der Rückkehr, dem Kampf gegen Fluchtursachen, in vollem Respekt des internationalen Rechts. Und der tunesische Präsident verspricht, man arbeite an einer Zukunft, in der jeder Mensch seine Träume erreichen könne. Sollten Sie in diesem Lager irgendwann davon erfahren, es dürfte sich wie Hohn anhören. Gemeint sind Sie jedenfalls nicht. Das Zauberwort ist also Partnerschaft. Mit sogenannten Migrationspartnerschaften will man also den Anspruch auf Asyl in der EU jetzt bereits außerhalb prüfen lassen. Und da ist im Moment einiges im Gange. Welche Länder kommen dafür überhaupt in Frage? Italien hat ein Abkommen mit Albanien geschlossen, will dort in Albanien eigene Aufnahmezentren bauen. Die Bootsflüchtlinge sollen also gar nicht erst in Lampedusa anlanden, sondern direkt nach Albanien verbracht werden. Dieses Abkommen ist allerdings politisch höchst umstritten und es gibt auch rechtliche Fragen. Interessant auch für Deutschland, denn auch Deutschland ist auf der Suche nach Partnern. Ruanda käme da in Frage oder etwa die Türkei. Und an dieser Stelle lohnt sich ein Blick über den Teich nach Großbritannien. Denn in London ist Premier Rishi Sunak mit einem ähnlichen Vorhaben, Flüchtlinge in Richtung Ruanda abzuschieben, gerade höchstrichterlich gescheitert. Stoppt die Boote. Das ist der politische Slogan für den britischen Plan, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben. Jetzt stoppten die Richter die Regierung. Die Beschwerde des Innenministeriums wird abgewiesen. Etwa 27.000 kamen bisher in diesem Jahr über den Ärmelkanal in Booten. Einen Asylantrag dürften sie nur in Ruanda stellen, würde der Plan der Regierung aufgehen. Doch die Richter befürchten, dass von dort Menschen in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden und ihnen Misshandlung drohen könnte. Solche Fälle berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk. Gut möglich, dass sich Großbritannien jetzt von internationalen Flüchtlingskonventionen lossagt, um doch noch abschieben zu können. Premierminister Sunak bekräftigt das nach der Niederlage vor Gericht. Ich habe dem Parlament gesagt, dass wir Gesetze ändern und internationale Verpflichtungen neu betrachten werden, um Hindernisse zu beseitigen. Ich werde keinem ausländischen Gericht erlauben, solche Abschiebeflüge zu stoppen. Der Kampf um das Ruanda-Modell dürfte weitergehen. Wir werden gegen alle Bemühungen vorgehen, die Europäische Flüchtlingskonvention zu verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu wirklich eine Befugnis gäbe. Sunak hat Ruandas Präsidenten Kagame heute bereits angerufen. Man wolle festhalten an der Asylpartnerschaft mit einem Drittland. Zum Ende des Jahres präsentiert sich das Europäische Parlament im weihnachtlichen Glanz. Die Weihnachtsgeschichte, eine Geschichte von Flucht und Vertreibung. Wie passend. Die Krippe im Parlament, aufgestellt von der spanischen Ratspräsidentschaft, ein Publikumsmagnet und Symbol für den Zwiespalt, in dem sich die EU befindet. Hier im Parlament gibt es Zweifel an der neuen Linie. Wo bleiben Menschenrechte und Moral? Wo bleiben die Werte der EU? Wo müssen Prozesse im Innern verbessert werden? Der Handlungsdruck ist hoch. Die außenpolitischen Fragen fordern uns an aller vorderster Front, aber natürlich für innereuropäische Diskussionen, vor allem im Hinblick auf die Europawahlen nächstes Jahr, erwarten die Bürger Europas, dieser Kontinent braucht endlich eine gemeinsame Migrationspolitik. Wir müssen den Durchbruch schaffen und dafür gibt es jetzt beim Gesetzespaket, das am Tisch liegt, zum Migrationssteuern auch eine echte Chance. Es gibt ein Momentum bis zum Ende des Jahres, das unter spanischer Präsidentschaft zu schaffen. Ich glaube, das, was auf Ratsseite beschlossen worden ist, am Schluss auch mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung, noch viel hin und her, was auch viel Unsicherheit in Europa verursacht hat, weil Berlin nie klar war, ob man es jetzt unterstützt oder nicht. Aber am Schluss war der Segen da, war das Machtwort vom Kanzler da. Und ich glaube, dass das, was auf der Ratsseite beschlossen worden ist, dass das auch die Landezone für den gesamten Kompromiss ist, den das Parlament jetzt mit dem Rat finden muss. Und ich fordere auch die Sozialdemokraten und die Grünen im Europäischen Parlament auf, jetzt nicht weitergehende Forderungen zu stellen, weil das würde den Konsens auf der Ratsseite in Frage stellen. Das heißt, wer es jetzt auf Parlamentsseite übertreibt mit den Forderungen, der riskiert, dass wir scheitern, dass das komplette Konzept scheitert, eine Migrationspolitik für Europa zu entwickeln. Und vom Hintergrund der politischen Bedeutung
um zu garantieren, dass möglichst wenig Rechtsradikale nächstes Jahr ins Europäische Parlament gewählt werden, muss dafür sorgen, dass es uns jetzt gelingt, den Durchbruch zu schaffen. Deswegen, wir stehen zu diesem Kompromiss als Christdemokraten in Europa. Wir wollen eine Lösung, die an der Außengrenze den Schlepperbanden das Handwerk legt und für Ordnung sorgt. Und ich fordere die Sozialdemokraten und Grüne auf, jetzt zu folgen. Okay. Es gibt Stimmen, die sagen, wir brauchen diesen Asyl- und Migrationspakt. Wir brauchen auch einen sehr strengen und sehr klaren, um rechtspopulistische Tendenzen abzuwenden innerhalb der EU, aber auch im Hinblick auf die EU-Wahl im kommenden Jahr. Sehen Sie das auch so? Naja, ich glaube, und das sagen wir ja schon seit vielen Jahren, es braucht eine Reform des Asylsystems in der Europäischen Union, weil in der Tat das, was wir gerade haben, ist dysfunktional. Ich sage Ihnen aber auch sehr ehrlich, jetzt irgendeinen Quatsch zu beschließen, der in der Realität nicht umsetzbar ist und zu dramatischen Szenen an den europäischen Außengrenzen führen kann, nur um die Rechtspopulisten klein zu halten, ist keine Logik. Wir müssen jetzt eine sinnvolle Reform beschließen, die einerseits das internationale humanitäre Recht hochhält und andererseits eben auch praktikabel und umsetzbar ist. Und dann, glaube ich, können wir die Antworten liefern und dann dagegen kämpfen, dass es einen Rechtsruck gibt, aber auch, dass es immer noch eine humane Asylpolitik an den europäischen Außengrenzen gibt. Der neue Asyl- und Migrationspakt, er soll unbedingt noch vor der Europawahl im kommenden Juni verabschiedet werden. Die Zahl derjenigen, die heute als Flüchtlinge kommen, sind zu hoch. Die EU will die Kontrolle nicht verlieren. Bleibt die Frage, ob man sie je wirklich hatte und wie nachhaltig Migrationsabkommen mit Drittstaaten am Ende wirklich sind. Die beste Asyl- und Migrationspolitik, sagen Experten, ist eine, die die Fluchtursachen bekämpft. Und bis dahin muss die EU mit ihrem Asyl- und Migrationspakt beweisen, ob er diesmal wirksam ist.